Was geht ab YouTube und herzlich willkommen zu meinem Sky Anfänger Guide. Ich habe schon 3 solcher Videos gemacht für Omen, Phoenix und Kayo, die könnt ihr euch gerne reinziehen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen instant direkt an, Abo, Like und Abfahrt. Fangen wir es an mit den Grundlagen. Und zwar ist Sky ein Initiator und hat ein Heal, ein Wolf, 2 Flashes. Und mit ihrer Ult kann sie 3 Pets rufen, die ihre Gegner dann suchen und sie dann auch stunnen, wenn sie halt gefunden wurden und nicht zerstört wurden. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Genau, fangen wir an mit dem Heal. Insgesamt kann man hier Leute mit dem Heal healen, außer dich selber. Das heißt, der Heal ist sozusagen nur für deine Mates da. Wir sehen unten eine Leiste, wo auch eine Zahl dran steht. Das ist sozusagen, wie viel Heal wir noch übrig haben. Ich habe jetzt hier keine Person, mit der ich das zeigen kann. Aber genau, auf jeden Fall kann man 4 Personen mit dem Heal insgesamt healen. Du kannst natürlich auch eine Person oder 2 healen und insgesamt halt für 100 HP. Außer dich selber. Und ich bin jetzt hier auch einmal in eine Range gegangen. Und dann machen wir weiter mit dem Wolf. So sieht er aus, wenn man ihn ausgewählt hat. Dann können wir ihn mit links losschicken. Und sozusagen die Gegner anspringen. Und, oder halt auch mehrere. Und dann sind sie halt gestunt auf jeden Fall. Ungefähr wie beim Breach-Stun. Ich kann es dir auch noch einmal zeigen. Zack, haben wir ihn hier angesprungen. Können ihn dann einfach töten. Sozusagen, wenn es jetzt ein echter Gegner wäre. Und zum Beispiel kann man auch mit dem Hund irgendwelche Ecken clearen. Sagen wir jetzt mal, das hier ist jetzt irgendeine Main-Position. Hier ist der Entry. Könnt mir wolfen. Gucken, ob da Gegner sind. Können auch vorher einmal jumpen und dann left-klicken. Dann kommen wir nämlich weiter insgesamt. Und genau, dann haben wir noch 2 Flashes. Ich muss euch das hier einmal zeigen an irgendeiner Ecke. Und zwar sehen wir, wenn wir jetzt die Flash gerüstet haben, haben wir da unten so eine Cast-Bar. Und da ist so ein Strich. Ich zeige es euch hier auch nochmal. Da ist so ein Strich. Und wenn diese Linie, die sozusagen weggeht, links neben den Strich ist. Das heißt, jetzt würde die Flash halt ihre komplette Flash-Zeit sozusagen kriegen. Das heißt, wenn wir jetzt nämlich so flashen, dann sind die Gegner nicht so lange geblindet. Wenn wir jetzt aber warten und jetzt erst blinden, sind sie länger geflasht, wie wir jetzt hier auch bei mir sehen konnten. Ich hoffe, man hat das auf jeden Fall verstanden. Und die Flash hat halt einen Vorteil, dass du sie überall hinschicken kannst. So wie jetzt hier zum Beispiel. Und wenn du Gegner geflasht hast, dann sagt Sky blinded. Wir testen jetzt mal hier, wissen, dass hier Gegner sind. Zum Beispiel, wir wollen jetzt checken, ob hier Gegner sind. Wir wissen es natürlich, aber wenn wir es jetzt zum Beispiel nicht wüssten, könnten wir hier einfach rüber flashen. Sie sagt blinded. Und jetzt wissen wir, dass hier zum Beispiel Gegner sind. So kann man halt ganz, ganz einfach Info auf Site oder Main holen. Und dann gehen wir weiter zu Ult. Die Ult kann ich euch hier leider nicht zeigen. Deswegen zeige ich euch da jetzt einmal gleich einen kleinen Ausschnitt. Genau, das heißt, wir sehen, dass wir sozusagen 3 Pets losschicken, die die Gegner suchen. Und wenn sie halt dann sozusagen gefunden wurden, werden sie dann auch gestunt. Aber die Pets kann man natürlich auch zerstören. Und genau, dann könnte ich euch noch einmal ein Beispiel zeigen, wie man Sky spielt. Zum Beispiel, wir wollen jetzt checken, ob jemand auf A Main ist. Dann könnten wir einfach unsere Flash hier hinlocken, flashen. Und wenn sie sagt, dass da Gegner sind, das heißt, wenn sie blinded sagt, dann könnten wir sagen, yo, somebody is A. Und genau. Oder wir schicken unseren Wolf rein, machen so, jumpen, checken, ob da jemand ist. Wenn da halt viele sind, sagen wir jetzt A oder halt somebody is A. Und genau, das können wir natürlich auch auf Mitte machen, checken, ob jemand Mitte ist. Den Vogel sieht man als Hilfe auch, oben links auf der Karte. Und genau, natürlich kann man mit Sky auch popflashen. Zum Beispiel, wir wissen, dass hier ein Gegner ist. Dann könnten wir einfach zum Beispiel so flashen und dann ist er blinded. Könnten rüberpieken, ihn töten. Dann ist er aber natürlich nicht so lange geflasht, das heißt, da müssen wir echt schnell reagieren. Oder zum Beispiel hier kann man das auch machen. Können wir rüberpieken und ihn dann halt töten. So ungefähr. Und ja, ich denke, das wäre es auch gewesen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne ab damit in die Kommentare. Und ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo und Like freuen. Und ja, ich bin raus und ciao, Leute.